Herzlich willkommen zu unserem Webinar SEO und SEA, wie die beiden Gewerke voneinander profitieren und gemeinsam Großes schaffen. Ja, Agenda, wir haben uns relativ viel vorgenommen. Und erstmal natürlich auf die grundlegenden Probleme hinweisen, weil SEO und SEA sind ja erstmal zwei getrennte Gewerke, müssen es aber nicht sein, weil beides verbindet mindestens das S und das E. Und da kann man ja drauf aufbauen. Und dann werden wir uns insgesamt vier Strategien vorstellen, wie man das Ganze miteinander verbinden kann, wie das eine vom anderen profitieren kann. Und zum Schluss noch ein bisschen über den nötigen Prozess dahinter sprechen und dann natürlich noch ganz viele Fragen beantworten. Ja, Unterschiede SEO, SEA gibt es natürlich, gibt es mehr als genug. Gucken wir mal einfach rein. Ich glaube, das eine muss ich niemandem erzählen. SEO ist immer ein langfristiges Ding, ist immer ein strategisches Ding. Das, was ich heute sehe, ernte ich dann vielleicht in 3 Monaten, vielleicht erst in einem Jahr. Bei SEA kann ich eigentlich immer alles kurzfristig machen. Ich kann eine Anzeige einbuchen, ich kann ein Keyword einbuchen und Gebote verändern. All das kann ich jederzeit machen. Bei SEO, wie gesagt, ist es einfach ein bisschen anders. Da muss ich einfach immer langfristig denken. Wenn ich heute einen Content online stelle, wird er vielleicht übermorgen erst indexiert. Dann braucht er ein paar Wochen, bis er irgendwann mal rankt und braucht noch ein paar Monate, bis er ein paar Backlinks zusammen hat. Dauert einfach. SEO ist natürlich trotzdem langfristig vielleicht eine bessere Option, weil das ist wie Haus bauen oder Haus mieten. In dem Augenblick, wo ich bei SEA kein Geld mehr reinstecke, endet der Traffic-Fluss leider relativ schnell. Bei SEO ist das anders. Da kann ich theoretisch wirklich bauen und dann Jahre später noch den Traffic ernten. Ups, falsch geklickt. Machen wir nochmal. So, bei SEO brauche ich eigentlich immer, wenn ich für etwas ranken möchte, auch passenden Content. Ich muss irgendeine Seite haben, wo das Keyword draufsteht. Das stimmt so hundertprozentig nicht mehr, weil Google oft auch Suchbegriffe für mich einfach dazu bucht. Ich ranke vielleicht für Sachen, die auf meiner Seite gar nicht draufstehen. Diese Fälle können passieren, da geht es aber eher um Synonymgeschichten. Ansonsten ist es nach wie vor so, wenn ich für ein Keyword ranken möchte, brauche ich auch eine Seite zu dem Thema. Bei SEA ist das nicht unbedingt so. Da ist es eben, ja, ich kann das Keyword einbuchen und kann erstmal gucken, ob es funktioniert, aber ich brauche nicht zwangsweise jetzt die perfekte, passende Seite, sondern ich kann zum Beispiel auch jemanden auf eine Suchseite schicken, was ich SEO-technisch vielleicht eher nicht machen würde. Sondern dann müsste ich erst einen Beitrag schreiben, eine Kategorie anlegen, ein Produkt optimieren, solche Sachen. Ja, bei SEA habe ich diese ganzen schönen Keyword-Optionen und ich kann eigentlich relativ gut beeinflussen, wofür ich eigentlich alles so angezeigt werden möchte und wofür eigentlich nicht. Bei SEO habe ich diese Option nur sehr bedingt. Google wird, wie ich eben schon sagte, für mich Suchbegriffe dazu buchen oder ja, mein Keyword-Universum ein bisschen erweitern, für Fehlschreibungen vielleicht auch, für das gedrehte Keyword, für Singular, Plural und solche Sachen. Das kann ich eigentlich nicht wirklich steuern. Muss ich auch nicht unbedingt. Ich kann mich darüber erfreuen. Aber trotzdem, bei SEA habe ich einfach viel mehr Einfluss darauf, wofür ich eigentlich erscheinen möchte. Und vor allem auch, wofür dann nicht. Genau, Conversions pro Keyword bei Google Ads, kriege ich das ausgeliefert. Also nicht nur die Anzahl, sondern auch den genauen Umsatz. Bei SEO ist das zumindest mit Bordmitteln erstmal nicht zu schaffen. Das war früher mal anders, wo eben auch wirklich für die Webanalyse noch das Keyword übergeben wurde. Das haben wir alles nicht mehr. Wir haben natürlich Keyword-Daten in der Search Console, aber eben nicht unbedingt diese Verbindung zu dieser Besucher, der das organisch in Google eingegeben hat, der ist auch zu der und der Conversion gelangt. Ja, das erstmal so zur Grundidee oder zu den, wo sich SEO und SEA natürlich unterscheiden. Und leider gibt es natürlich noch ein paar Probleme, die wir auch nicht, glaube ich, wirklich loswerden. Das eine sind natürlich Keyword-Daten. Wäre natürlich schön, wenn ich wirklich alles einsehen könnte, was in Google so gesucht wird.
Und hier nochmal eine schöne Seite aus dem Google-Kosmos. Da sagt man so, might not track some queries that are made a very small number of times. Also wenn etwas relativ selten gesucht wird oder sehr selten gesucht wird, dann kriege ich diese Daten eben nicht geliefert, SEO-mäßig in der Google Search Console. Also das, was man klassisch den Longtail nennt. Das kriege ich einfach nicht. Und es gibt natürlich Software, die versucht, das dann über Heuristiken zu rückwirkend zu ermitteln. Aber schlussendlich originär kriege ich diese Daten erstmal nicht. Und das ist natürlich schade. Und das kann man sich in der Search Console mal angucken. Da sieht man ja oben erstmal, wie viele Klicks habe ich eigentlich insgesamt bekommen, organisch. Und da sehe ich hier 7873. Und unten drunter sehe ich ja dann die einzelnen Suchanfragen und kann mir anzeigen lassen, wie viele Klicks haben die generiert. Und wenn ich das jetzt mal aufaddiere, dann komme ich auf wesentlich weniger, also 2229. Das mag natürlich auch dadurch beschränkt sein, dass die Search Console mir nur 1000 Suchanfragen pro Property anzeigen wird. Das ist in diesem Fall aber gar nicht so gewesen, sondern da war es wirklich so, es gab nicht mal 1000 Suchbegriffe, die ich mir hätte angucken können. Ich kriege natürlich trotzdem die häufigsten Suchbegriffe, aber alles, was so Longtail ist, kann ich mir einfach nicht wirklich angucken. Und nochmal diese Beschränkung, die kriege ich auch nicht weg. Also hinter diesen Horizont kann ich einfach nicht gucken. Den liefert mir Google einfach nicht. Und jetzt könnte man ja sagen, die haben die SEAs ja vielleicht viel besser, weil die bezahlen ja dafür. Und das war ja auch mal so. Aber auch da muss man leider sagen, seit September 2020 ist es eben so, dass die SEAs auch nicht mehr hinter den Horizont gucken können. Das heißt, auch da gibt es Sachen, wenn die nicht hinreichend oft gesucht werden, dann sehe ich die in den entsprechenden Reports eben auch nicht. Das ist natürlich jetzt endlich mal Equal Play. Das ist gut. Also das, was die SEOs nicht sehen, sehen die SEAs jetzt auch nicht mehr. Vielleicht sehen die SEAs ein bisschen mehr. Das mag sein. Aber auch da, gerade longtailig, kriegt man halt echt Probleme. Was ich finde, gerade wenn man jetzt im B2B unterwegs ist, natürlich manchmal ein echtes Problem ist, weil je spezifischere Produkte und Leistungen du hast, desto weniger sinnvolle Sachen siehst du eigentlich. Und das sind einfach so die grundlegenden Probleme. Müssten wir mal über ein paar grundsätzliche Überlegungen sprechen und da würde ich einfach an Gina übergeben. So, danke schön. Dann übernehme ich jetzt einmal. Jetzt haben wir ja ganz schön viel gehört über erstmal die Unterschiede. Was ist SEO? Was ist SEA? Was macht das jeweilige Gewerk aus? Und wir haben natürlich auch einmal gesehen, was sind jetzt auch die Probleme? Aber trotzdem würde ich gerne mit euch über ein paar Überlegungen nachdenken, bevor wir hier zu den Strategien kommen. Und zwar muss man sich natürlich erstmal auch die Frage stellen, ist man denn auch bereit, in diese gemeinsame Sichtbarkeit einzusteigen? Also möchten wir bei den Ads gefunden werden und auch im Organischen? Also wollen wir generell stark auftreten und darin investieren? Natürlich auch berechtigte Frage, dass man sich auch vielleicht denkt, okay, wenn ich aber ein gutes SEO-Ranking habe und da ja sehr gut gefunden werde, brauche ich dann überhaupt SEA? Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Denn natürlich kann man nur SEO-Maßnahmen machen und nur SEA-Maßnahmen. Aber es zeigt sich einfach, dass eine Kombination aus beiden eben eine positive Auswirkung auf das organische Ranking haben kann und somit Hand in Hand geht. Aber nicht nur auf das Ranking hat es eben eine Auswirkung. Klar, es verbessert sich, aber es gibt noch ein paar andere Punkte, die dafür sprechen, dass SEO und SEA zusammenarbeiten sollten. Denn durch das verbesserte Ranking wird unsere Sichtbarkeit auch besser und ebenso auch die Positionierung. Also wir treten sehr stark auf, weil wir halt auch in beiden Bereichen, also im Ads-Bereich und auch eben bei den organischen Anzeigen gefunden werden und sind demnach auch stärker gegenüber Wettbewerbern. Weswegen das auch nochmal gut ist, ist ja auch, dass, wie Markus gesagt hat, dass im SEO-Bereich ja eher gebaut wird. Das heißt, es dauert einfach ein bisschen, bis man ja gesehen wird. Und im SEA-Bereich geht das einfach ein bisschen schneller, weil wir ja eben die Plätze mieten und demnach auch schnell einsteigen können. Das bedeutet halt viele Potenziale, wenn man halt ein Newcomer ist und einfach noch nicht bekannt ist, wenn man zum Beispiel ein neues Produkt einführen möchte, denn da können wir halt eben mit Anzeigen einfach diesen Einstieg pushen und auch die Neukundengewinnung funktioniert einfach besser, wenn man auch mit den Anzeigen parallel startet und im Hintergrund baut SEO ja dann das organische Ranking auf.
Und das, natürlich ist es auch gut, wenn man organisch gut rankt, aber die Anzeigen stehen halt immer drüber. Und deswegen ist es für die Brand natürlich auch wichtig, dass da nicht Wettbewerber XY über einem steht oder zu dem Begriff gefunden wird oder zu der eigenen Brand gefunden wird, sondern da möchte man natürlich auch an erster Stelle stehen. Das heißt, fürs Branding ist es auch eben ganz wichtig. Und das Gute ist auch noch, dass SEA eben viel schneller auch auf Umsatzeinbrüche reagieren kann, als zum Beispiel SEO es kann. Ja, es klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen wirr und eigentlich auch gut, aber man weiß jetzt auch nicht, wo man anfangen kann. Wir können jetzt aber trotzdem mal loslegen, denn es gibt so eine kleine Vorarbeit, die auf jeden Fall gemacht werden muss, damit ja die beiden Gewerke auch gut voneinander lernen können oder beziehungsweise sie eine gesunde Basis haben. Und zwar wäre es eben wichtig, dass die Google Search Console und Google Ads halt verbunden werden. Und das geht ganz einfach. Man geht in die Google Search Console, da auf die Einstellungen und dann zu den Verknüpfungen. Auf der nächsten Seite sehen wir auch einmal, wie das aussieht. Da sehen wir dann zum Beispiel die Dienste, mit denen das verknüpft werden kann. Es ist erschreckend, wie viele das noch nicht gemacht haben oder das einfach vergessen wird. Deswegen ein sehr wichtiger Schritt, das auf jeden Fall mit Google Ads zu verknüpfen oder auch, wenn man hat, mit Universal Analytics oder demnächst GA4. Und dann ist auf jeden Fall der Grundstein gelegt für Strategie Nummer 1, in der nämlich SEA Keywords für SEO validieren kann. Auch da nochmal die Voraussetzung, wichtig, wichtig, Google Ads auf jeden Fall mit der Search Console verknüpfen, denn die Daten kann man halt rückwirkend nicht erhalten. Das heißt, wenn man schon Ewigkeiten Ads geschaltet hat, sieht man das einfach nicht. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, ist heute der Tag, wo ihr das nachholt und eben relativ zeitnah vornehmt. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir das alles gemacht haben und jetzt erkläre ich euch einmal den Weg, wie SEA als Datenlieferant denn dienen kann. Und zwar ist es ja eben so, dass wir unsere Anzeigen eben schalten, wenn Suchanfragen ausgelöst werden. Und dann ist es ja eben so, dass wir verschiedene Keyword-Optionen oder Varianten eingebucht haben. Aber wir haben ja auch automatische Ausrichtungsformen, die wir nutzen, wie zum Beispiel Shopping-Anzeigen oder dynamische Suchanzeigen. Und wir werden ja immer ausgespielt, wenn jemand nach etwas sucht. Und das heißt, wir sehen dahinter eben auch die Daten. Wie haben die Keywords funktioniert und zu welchen Keywords wurden wir auch ausgespielt? Das heißt, wir können halt sagen, wie erfolgreich ist ein Keyword. Klingt jetzt auch erstmal gut, muss man ein ganz bisschen mit Vorsicht genießen, denn oder einfach mit einem gewissen Hintergrund, denn es ist natürlich auch abhängig von der Anzeigenschaltung. Also das bedeutet ja, wir werden ja nur, also wir sehen nur Daten zu den Keywords, zu denen wir auch ausgespielt wurden. Bei denen, wo wir quasi die Auktion verloren haben, sehen wir auch nicht, was mit diesem Keyword passiert wäre. Das heißt, es ist jetzt nicht so ganz repräsentativ und Google reportet auch nicht alle Suchanfragen. Aber das Gute ist eben auch, dass trotzdem die Daten, die wir haben, ausreichend dafür sind, dass SEO damit was anfangen kann oder für sich zumindest bewerten kann, inwieweit ein Keyword wertvoll ist. Trotz dieser ja, Unvollständigkeit kann man aber sagen, dass bei Google Ads eben eine hohe Datenqualität hinter ist, weil das halt echte Daten sind, die wir erfassen, verglichen halt mit anderen Quellen, wie zum Beispiel Keyword-Tools, die halt viel auch mit Hochrechnungen arbeiten. Und deswegen ist es halt auch eben gut, dass wir Keywords testen können in Google Ads, bevor man zum Beispiel in SEO-Maßnahmen investiert. Kommen wir zur Strategie Nummer 2, Wording. Ich bin kein SEO, aber ich weiß, wie ich manchmal vor meinen Anzeigentexten sitze und nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den SEOs auch so geht, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder einfach nicht weiß, was man da reinschreiben kann. Denn man hat natürlich auch hier die Problematik oder dass man halt auch einfach nur wenig Platz hat und dementsprechend jetzt nicht wirklich viel Text nutzen kann. Aber SEA kann uns dabei helfen. Und zwar ist es ja eben so, dass wir auch viel mit Anzeigen zu tun haben und viele Anzeigen schreiben. Und deswegen können die auch sehr inspirierend sein für die SEOs oder sogar Meta-Descriptions liefern. Denn auch wir haben nur wenig Platz. Wir können nur 30 Zeichen für eine Headline benutzen oder eben 90 für eine Beschreibung. Bei der DSA geben wir zum Beispiel auch nur die Beschreibung an. Das heißt, es ist unser täglich Brot, kurze, knackige Texte zu schreiben mit den wichtigsten Informationen. Und dementsprechend können wir natürlich so einmal direkt Texte liefern oder Inspirationen liefern. Oder wir können aber auch sagen, dass zum Beispiel die SEOs zwei Texte haben und nicht wissen, welchen sie vielleicht auf die Website packen sollen. Dann können wir das zum Beispiel auch testen, indem wir zwei Anzeigen schalten und einfach gucken, welche besser läuft. Das heißt, durch Tests können halt unsere Anzeigen und Beschreibungstexte Meta-Descriptions liefern für die SEOs.
Genau, wie ich schon erwähnt habe, man kann nämlich verschiedene Sachen testen, eben auch Headlines oder auch Beschreibungen und das eben bevor auch eine SEO-Maßnahme umgesetzt wird. Also so können wir eben den Erfolg testen, weil wenn ich meine Assets habe, dann kann ich mich auch sehen, wie erfolgreich diese Assets waren. Und da gibt es ein paar Kennzahlen, die dafür sehr ausschlaggebend und sehr gut sind. Hier in dem Screenshot sieht man dann zum Beispiel auch die Impressionen. Rechts, also wie oft wurde dieses Asset ausgespielt. Wir sehen zum Beispiel auch, wie viele Conversions wurden generiert durch die ganze Anzeige. Also wir sehen auch den Erfolg einer ganzen Anzeige und nicht einzelner Assets. Wie viele Klicks gab es und wie viele Impressionen. Und wenn man diese Daten den SEOs zur Verfügung stellt, können die dementsprechend auch bewerten, ob es sich lohnen würde, eines der Assets aufzunehmen. Hier sehen wir nochmal ein paar Kennzahlen, die eben dabei helfen können, ob ein Anzeigentext für das Wording genutzt werden kann. Natürlich einmal die Impressionen, also wie oft wurde das Asset halt ausgespielt, nachdem danach gesucht wurde, wie oft wurde geklickt. Dementsprechend, wie ist die Click-Through-Rate? Wie oft wurde konvertiert? Also zum Beispiel gab es einen Kauf, gab es Newsletter-Anmeldungen, also Leads. Also da können wir auch eben schauen, was auch das Ziel des Kunden ist. Und dann natürlich auch, wie ist denn die Conversion-Rate? Das war es erstmal zu den zwei Strategien. Dann würde ich wieder abgeben an Markus, der mit Strategie 3 weitermacht. Da bin ich auch schon wieder. Hallo. Nochmal der kurze Hinweis. Unten steht ja hier der Code. Der Code ist Bluecon-SEO-SEA. Und einige haben das auch schon gut hinbekommen. Tut uns leid. Manchmal geht bei den Folien was durcheinander. Strategie Nummer 3. SEO als Input für SEA ist ja auch eine schöne Geschichte. Naja, die SEOs können halt viele inspirative Daten liefern. Und da geht es natürlich primär um Suchbegriffe. Weil natürlich, diese SEAs, die kennen auch Suchbegriffe und haben ja auch Tools dafür. Aber wie gesagt, gerade die SEOs kriegen halt oft auch so ein bisschen Beifang dazu. Das heißt, Google streut ihnen Suchbegriffe rein, über die man vielleicht gar nicht so nachgedacht hat, die man selber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und genau, und das kann ich mir halt angucken lassen. Das kann ich mir für meine eigene Website angucken lassen, für die Search Console. Oder natürlich auch über Tools für fremde Websites, was natürlich auch eine sehr spannende Geschichte ist. Ja, da kann ich einen Systrix benutzen. Zum Beispiel gibt natürlich auch noch andere dieser Tools wie Search Metrics oder SEMrush, wo ich in die organischen Rankings von Websites hereingucken kann. Man muss natürlich grundsätzlich sagen, deren Keyword-Datenbank ist begrenzt. Das ist allerdings auch deutlich nicht mehr so schlimm, wie es das schon mal war. Also die Datenbanken sind schon mittlerweile sehr gewaltig groß und deswegen sehe ich das eigentlich nicht mehr so richtig als Einschränkung, außer natürlich, wenn man in einer absoluten Nische unterwegs ist und was ich blau gestreifte Schrumpfmuffen verkauft, dann wird es natürlich irgendwann mal vom Suchvolumen her ein bisschen eng. Also, hier kann ich mal einfach irgendeinen Blog eingeben oder einen Konkurrenten oder auch ein Fachmagazin. Ich habe hier das Lavendel-Blog eingegeben, ist aber wirklich vollkommen egal. Und schon sehe ich ganz viele Rankings, die jemand anderes hat. Und das kann ich jetzt eben. Man ahnt schon, dass es ein bisschen viel Arbeit werden wird, sich diese 54.124 Suchbegriffe anzugucken. Aber inspirativ gesehen wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Man kann sich das allerdings, zum Beispiel auch im Systrix, wird das so in Gruppen einsortiert. Das heißt, wenn man mal eine Idee, eine Inspiration auf 30.000 Fuß Höhe braucht, dann ist das natürlich auch dafür gut geeignet, um erstmal einen Überblick zu kriegen. Was sind denn so die großen Themen, für die jemand rankt? Und auch da sind oft schon Sachen dabei, wo man sagen muss, ja, ich habe vielleicht einen Geschenkeshop, aber ich habe zum Beispiel nicht an Kindergeburtstag gedacht oder, na gut, Weihnachten sollte man in der Regel auf dem Schirm haben. Aber dafür sind diese Tools wirklich sehr, sehr großartig, um erstmal den Status quo zu sehen. Und wie gesagt, eben nicht nur für die eigene Website, sondern eben auch vor allem für fremde Website. Da eine ganz tolle Sache. Und natürlich, wenn ich gerade mal mir unsicher bin, wer denn eigentlich meine Wettbewerber sind. Zum Beispiel hier habe ich mal Backen macht glücklich reingesteckt, um mal zu gucken, was haben die denn so an Wettbewerb? Vielleicht Websites, die mir auch nicht so erst geläufig sind. Dann kann ich natürlich auch dafür die Tools nutzen, wie auch hier wieder ein Sistrix, den Wettbewerberreport, wo ich eben angucken kann, welche anderen Websites haben denn eine wie große Überschneidung mit den Suchbegriffen, für die ich zum Beispiel ranke. Und vielleicht hatte ich einfach Backen oder Kochbar noch nicht auf dem Schirm. Und so kriege ich halt erstmal einen Input und kann dann da tiefer reingehen, um mir von denen auch noch die Suchbegriffe zu holen. Und wie gesagt, oft ist das was, was zumindest inspirativ was liefern kann, was mir eben zeigen kann,
Worüber haben die so nachgedacht? Wofür ranken die, ob jetzt absichtlich oder manchmal natürlich auch unabsichtlich? Und vielleicht noch Strategie Nummer 4, was ich den SEAs natürlich manchmal auch ein bisschen neide, ist, sie können einfach mal Werbung schalten auf anderen Websites. Da gibt es Display-Werbung, Placements. Und das kann ich mir später reporten lassen, wo wurde ich denn eigentlich alles angezeigt? Das ist jetzt hier ist schon, glaube ich, ein reales Beispiel natürlich, wo ich dann eben in diesem Placement sehe, welche konkreten Websites waren das. Und das ist erstmal ganz spannend, aber was kann ich damit eigentlich machen als SEO? Naja, wenn es um das Thema Linkaufbau geht, kann das schon spannend sein. Nämlich, ich kann ja eben schauen, quasi wo wird meine Website ausgeblendet, und in der Regel werden das Websites sein, die für mein Thema relevant sind oder irgendwie eine gewisse Teilüberschneidung in der Zielgruppe haben, weil die Werbung würde dort wahrscheinlich nicht ausgeliefert, wenn sie eben nicht irgendwie für mich spannend wären. Da sind natürlich auch oft viele der großen Portale dabei, die einfach für alles und nichts ranken. Aber häufig finde ich da eben auch spezielle Blogs. Ich habe auch hier mal ein konkretes Beispiel rausgesucht. So wie hier, dass man sehen kann, es gibt ganz bestimmte Websites, die gefunden wurden, wie Layla's Baby, Luna Mom und Lavendel Blog und Moms Blog. Und dann kann ich mir natürlich Attraktivitätsdaten dazu holen. Also wie hier, das ist ein internes Tool, deswegen ist es nicht so wahnsinnig hübsch, aber es funktioniert gut. Kann ich mir eben anzeigen lassen, wie ist die Sichtbarkeit über das letzte Jahr verlaufen. Oder rechts sehe ich Majestic-Daten, also Link-Datenbank, kann einfach mal gucken, wie stark ist die Website verlinkt. Aber die Anzahl der Links muss nicht unbedingt was heißen, aber häufig ist es dann eben doch ein Indikativ dafür, ob eine Website für mich in Bezug auf Linkaufbau, in Bezug auf Verlinkung interessant ist. Und deswegen trotzdem nochmal der Hinweis, hohe Domain-Popularität, also viele Links und hoher Sichtbarkeitsindex, das kann auf eine gute Website hinweisen, muss aber nicht. Für mich als SEO ist natürlich auch erstrebenswert eine hohe thematische Nähe und eine starke Autorität. Das muss sich nicht zwangsweise in diesen Kenndaten unbedingt niederschlagen, weil jemand, der vielleicht in einer absoluten Nische unterwegs ist, kann mir trotzdem einen sehr starken Link liefern, ist aber vielleicht gar nicht gut verlinkt oder hat keine hohe Sichtbarkeit. Also da braucht man immer ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und deswegen würde ich persönlich auch immer noch erstmal auf die Website draufgehen und natürlich nicht nur einfach diesen Daten vertrauen und sagen, okay, den will ich nicht. Da gibt es was die Amerikaner so sehr gerne den Smell-Check nennen. Das heißt, sieht die Website authentisch aus? Sieht sie hochwertig aus? Und natürlich vor allem die Frage, also glaube ich, dass hier meine Zielgruppe zu Hause ist? Ja, und da ist leider viel Gefühl dabei. Und natürlich auch, ist das eine legitime Website? Ist das jemand, mit dem ich zusammenarbeiten möchte? Und wo ich schon auf der Website drauf bin, also angenommen, ich finde die gut, dann muss ich natürlich gucken, so wer ist das? Wer macht das? Weil natürlich will ich später diese Website oder die Person dahinter auch ansprechen. Und dann hilft es mir natürlich, wenn ich so wie hier viel über Layla weiß oder Layla, wie auch immer es jetzt in diesem Fall ausgesprochen wird. Nein, nicht Layla, okay. Also weiß ich schon mal viel. Sie hat 3 Kinder. Baby Nummer 4 kommt gerade. Da habe ich schon mal viele Punkte, weil ich habe zum Beispiel auch 4 Kinder. Könnte ich schon mal direkt hinschreiben und sagen, hey, willkommen im Club. Und wenn das kleine Krümelchen auf die Welt kommt. Genau. Also da weiß ich schon, wie diese Person ticken wird und kann dann eben auch die Ansprache dementsprechend vorbereiten. Und wenn wir jetzt einen Kandidaten haben, wie dieses Blog, dass wir dann eben hingehen können und können den natürlich mit individueller Ansprache ansprechen. Und da haben wir sogar einen eigenen Blogbeitrag dazu. Findet ihr bei uns natürlich im BlueFusion Blog, wo einfach grundsätzliche Überlegungen nochmal sind, wie spreche ich eigentlich so jemanden an? Eine Sache natürlich wichtig bei der ganzen Sache, dass wir mit den Search Essentials übereinstimmen. Wer eben schon mal dabei war bei dem SEO-Update, das sind die neuen SEO-Regeln von Google, so heißen die seit letztem Jahr. Und da steht natürlich drin, was ich darf und was ich nicht darf. Da gibt es diese blöde Seite,
die halt sagen, ja, manche Sachen darfst du halt zum Beispiel nicht machen. Also du darfst zum Beispiel nicht Links kaufen. Also wenn ich jetzt Layla anspreche, dann darf ich ihr theoretisch eigentlich kein Geld anbieten für den Link. Ich darf ja auch keine Produkte für lau anbieten und in der Gegenleistung einen Link verlangen. Natürlich passiert das trotzdem tausendfach jeden Tag. Da muss man halt nur insgesamt sich überlegen, wie man damit umgehen möchte. Und das Spiel wird auch mit Sicherheit nicht leichter, aber spannend ist es eben trotzdem. So. Und manchmal muss ich sagen, so aus unserer Praxis heraus ist der Backlink gar nicht so entscheidend. Also der Link, den ich eigentlich haben wollte, der ist schön und den nehme ich auf jeden Fall mit, weil der ist thematisch passend, der ist von der Autorität und alles ist gut. Aber häufig ist es so, gerade bei Bloggern, dass die eine so starke Community haben, dass sie auch zum Beispiel eine hohe soziale Reichweite mitliefern. Und deswegen würde ich natürlich auch immer nicht nur einfach auf diese Metriken gucken, die wir uns eben angeguckt haben, wie Sichtbarkeit oder wie die Majestic-Zahlen, sondern würde eben auch mal bei den üblichen Netzwerken nachgucken, wie viel Follower hat zum Beispiel so jemand, dass eben, ja, dieser Link ist das eine, aber vielleicht kriege ich hinten herum viel mehr an sozialer Reichweite mit, was für mich viel, viel spannender ist. Und dann ist es auch nicht mehr nur stumpfer Linkaufbau, so wie man ihn jahrelang gemacht hat, sondern dann ist es eben wirklich auch ja, eine Stufe weiter. Dann ist es eher PR, dann ist es Markenaufbau. Und das ist ja eigentlich das auch, wo es hingehen soll. Dann würde ich jetzt eigentlich wieder an Gina übergeben, die uns ein bisschen was über das Prozessthema erzählt. Ja, danke. Jetzt habt ihr natürlich viele Strategien gehört und bestimmt auch schon richtig Bock, damit zu starten. Aber manchmal fragt man sich natürlich auch, ja, ich habe das jetzt alles gehört, aber wie setze ich das denn jetzt um? Und da kann man natürlich sagen, ja, Teamwork makes the dream work. Was soll man da anderes sagen? Wichtig ist da natürlich der interne, regelmäßige Austausch. Also wenn ihr SEO, SEA-Kollegen habt und gemeinsam an einem Kunden arbeitet, denn nicht jeder Kunde hat ja zwangsläufig auch beide Gewerke. Aber wenn das der Fall sein sollte, bietet es sich auf jeden Fall an, dass man sich mal zusammensetzt und einfach mal guckt, hey, wie kann ich denn von dir profitieren und umgekehrt? Oder auch direkt schon ausmacht, lass uns doch alle paar Wochen mal sprechen, über Keywords, Wording, Kennzahlen, etc. sprechen. Natürlich kann man sowas immer schön in live machen und sich treffen, aber manchmal ist das ja auch nicht so einfach. Da bieten sich zum Beispiel auch Kunden-Channel an. Also wenn ihr zum Beispiel mit Teams arbeitet oder mit Slack, könnt ihr eben einen Kanal erstellen für den Kunden, wo dann eben nicht der Kunde drin ist, aber eben die Gewerke, die für diesen Kunden arbeiten. Und so kann man immer kurze Updates schreiben, was zum Beispiel gerade SEA macht, was SEO macht. Und so ist man immer ein bisschen up to date, was gerade generell bei dem Kunden auch abgeht und was auch die Kollegen machen. Dann kann man natürlich auch mal sagen, hey, wir sitzen zusammen in einer Agentur oder in einem Unternehmen und wir sprechen wie immer getrennt mit dem Kunden. Würde sich auf jeden Fall auch mal anbieten, dass man vielleicht halb- oder vierteljährliche Termine hat, zusammen mit dem Kunden, dass man auch eben guckt, was möchte der Kunde eigentlich von den Gewerken und macht das überhaupt Sinn und kann man sich da eben unterstützen oder auch ja direkt auch antworten und reagieren. Und eben das Wichtige auch einfach als Team auftreten, dass man halt auch signalisiert, hey, wir arbeiten zusammen und stehen da zusammen voll hinter. Und deswegen auch einfach, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man eben auch gemeinsam eine Strategie entwickelt und gemeinsam den Kunden voranbringt. Genau, hier übernehme ich ja schon wieder verrückt. Genau, vielleicht kurzer Einblick, was man auch machen kann. Hier ein reales Beispiel. Wir haben es lieber alles geschwärzt, bevor der Kunde sich beschwert. Also da stehen natürlich legitime Sachen drin. Also Data Studio ist Geschichte, ist jetzt das Looker Studio, aber hinter den Kulissen hat das ja nichts geändert. Und auch da, das nutzen wir auch als Möglichkeit, um in beide Richtungen zu arbeiten. Zum Beispiel hier gibt es ein Mini-Dashboard zum SEA-Fokus. Das heißt, wir gucken einfach nach, ja, wo sind Sachen, wo wir organisch gut ranken und wo es kostenmäßig auch aus dem Ruder läuft und wo man SEA-mäßig dann einfach ein bisschen runterfahren kann. Das heißt nicht, dass man es unbedingt abschaltet. Deswegen steht da markiert gleich sparen. Das heißt, da kann man einfach ein bisschen reduzieren. Und analog gibt es das Ganze auch von der anderen Seite aus gedacht, wo wir gucken, wo haben wir zum Beispiel Themen,
wo wir SEO-technisch investieren sollen. Also wir haben dieses Validieren von Suchbegriffen, dass wir zum Beispiel hier sehen, wo haben wir eine organisch eigentlich eine schlechte Position, größer 9, machen aber eigentlich Conversions und auch der Umsatz würde hier angezeigt werden. Dann kann man halt gute Entscheidungen treffen, um dann zum Beispiel ja, entsprechende Strategien abzuleiten, dass ich über internen Linkaufbau eine Seite weiter nach oben hebe und sie in der Relevanz anhebe, dass ich sie textlich auspolstere oder auch eben natürlich, dass ich in das Thema Linkaufbau investiere, um halt ja, hier eventuell auch mit dieser konkreten Seite auf der Website deutlich besser zu ranken. Das ist manchmal ein bisschen kleinteilig, das ist klar. Man sieht ja auch, also da werden viele Suchbegriffe vorgeschlagen und nur einige sind blau markiert. Blau markiert heißt, das wollen wir auch machen. Man kann natürlich nicht alles blau markieren, weil gerade so beim Thema Linkaufbau muss man ja auch einen Fokus setzen und deswegen wird man nicht quasi alles insgesamt verbessern können, sondern man muss sich natürlich ein paar Nuggets heraussuchen. Schön ist es natürlich auch immer, wenn man Potenziale findet und insgesamt ganz bestimmte Strukturen anheben kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Markenseiten werden in Shops oft vernachlässigt, dann einfach zu sagen, okay, wir heben jetzt nicht nur die eine Markenseite an, indem wir einen Text schreiben, sondern wir schreiben gleich 100 Texte für 100 Marken, die wir haben. Solche Maßnahmen gibt es natürlich auch. Aber das erfordert dann eben wirklich Absprache zwischen den SEOs und den SEAs und natürlich auch dem Kunden. Und es ist natürlich am Ende des Tages, wie so oft, leider auch eine Frage des Budgets. Also, SEO-SEA, viele Möglichkeiten, vor allem in beide Richtungen. Wir haben darüber gesprochen, was die einen besser können als die anderen. Ich glaube, das ist klar. Wir haben keine perfekten Daten. Da macht Google uns leider den Strich durch die Rechnung. Das hat mit Not Provided damals angefangen und wird nicht besser werden. Ist, glaube ich, auch klar. Google schiebt da auch immer gern die Privacy nach vorne, was ich nicht immer glaube. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. SEA kann vor allem validieren. SEA kann schnell agieren. SEA kann Sachen machen, ohne dass ich jetzt großartig Content erstellen muss. Und vor allem haben die Conversion-Daten. Und die SEOs, die bringen einfach vor allem dadurch, dass sie viel haben, viele Daten, bringen auch frischen Wind in SEA-Kampagnen. Das ist unsere Zusammenfassung jetzt erstmal. Ich sehe schon, dass recht viele Fragen reingekommen sind. Ein paar Sachen müssen wir offensichtlich noch klären. Vor allem vielleicht, wie der Hashtag heißt für das Frageding. Aber ich sage erstmal bis hier und jetzt erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.